Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Bear and Breakfast bei Hildegards Gastzock auf Nick Rooms Kanal. Und wir starten ausnahmsweise an Tag 6. Hier oben seht ihr es, wir sind bei Tag 6. Warum? Ganz kurz, wir starten dieses Spiel auch in diesem Zimmer, wenn wir ab Moment 0 starten würden. Aber ich fand diese Einführungsgeschichte, ich habe es mal vorgezockt, ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Das Tutorial war recht lange. Es dauerte recht lange, bis wir alles beigebracht bekommen haben. Und es war wirklich ein bisschen für Dummies gemacht, fand ich. Und auch die Unterhaltung, die man hier als Bär, ja, wir sind ein Bär, am Anfang führt, die sind nicht so sonderlich unterhaltsam, fand ich, und ziemlich lange. Worum geht es in diesem Spiel? In diesem Spiel geht es darum, dass wir ein Bär sind und durch eine ziemlich an den Haaren herbeigezogene Geschichte, die ich eben überspringe, kommen wir zu einem eigenen Gasthaus, das wir betreiben. Und damit wollen wir die Menschen wieder zurück in diesen Wald locken, die verschwunden waren, warum auch immer. Und ja, Ziel ist es, das Gasthaus auszubauen und zu verschönern und natürlich noch weitere Gasthäuser hinzuzufügen. Es ist übrigens gerade Nacht, deswegen ist es dunkel. Und ich habe auch schon gesehen, es kann dann mehrere Gasthäuser in verschiedenen Bereichen geben. Ich zeige euch jetzt mal das erste Gasthaus und erzähle mal kurz, was ich in den ersten 6 Tagen gemacht habe. Aber glaubt mir, ich habe schon 1,5 Spielstunden hier verwendet. Es geht deutlich schneller, als wenn man das Tutorial sich anschaut. Also das ist mein erstes Gasthaus mit 2 Zimmerchen. Die Besonderheit ist, dass jeder Raum, den man hier an der Werkbank erstellen kann, eine Funktion haben muss. Also ich kann jetzt nicht die Toilette ins Schlafzimmer dazustellen oder sonstiges. Ich weiß nicht, was für Räume noch dazukommen. Sondern in ein Schlafzimmer gehört dann auf jeden Fall ein Bett, dass es ein Schlafzimmer ist. Und ich kann da noch Deko reinräumen. Ihr seht hier, ich habe hier eine Kommode und eine Lampe, einen Beistelltisch, einen Teppich. Hier seht ihr die Rückseite von dem Spiegel. Das kann ich da reinstellen, um mein Gasthaus ein bisschen aufzuwerten. Denn diese Gäste hier, die Menschen, die im Moment noch Angst vor mir haben, keine Ahnung, ob sich das ändert, die haben gewisse Ansprüche. Und ich sehe hier an meinem Rezeptionistentisch, dass ich meine beiden Schlafzimmer besetzt habe und wer da ist und was die für Ansprüche an Komfort und Dekoration haben. Ich habe hier für mein Resort, also das ist nicht nur ein Zimmer, sondern das ganze Gasthaus, habe ich hier eine Dekorationspunktzahl und eine Ansehensstufe. Die auch mit dem Dekorationswert zusammenhängt. Ich kann hier sehen, welche Gäste kommen wollen und was die für Ansprüche haben und wie lange sie bleiben wollen. Ich sehe, was sie mir für Bewertungen geben und kann mir auch noch Details angucken, was sie zum Beispiel gezahlt haben. Und das Schöne ist, wenn es denen da gut gefällt und es spricht dafür, eher Leute mit geringeren Ansprüchen zu nehmen, dann kriege ich einen Bonus obendrauf und verdiene dann so mein Geld. Ja, Geld ist aber nur eine Währung in dem Spiel. Also ihr kriegt jetzt eine Kurzzusammenfassung und dann zeige ich euch Gameplay. Die andere Währung neben dem Geld, was ich im Gasthaus verdiene, ist sozusagen Müll, wie zum Beispiel das hier. Wertsachen heißt das hier, der auf der Straße rumliegt und den hinterlassen unter anderem die Menschen. Und der kommt immer ein bisschen random dazu. Teilweise kann ich auch hier einfach Ressourcen sammeln, wie zum Beispiel diesen Holzstapel. Und das sind praktisch meine 3 Währungen. Diese Wertsachen, die Ressourcen, die rumliegen, wie zum Beispiel Holz, Stein, Metall und das Geld. Diese Wertsachen, die ich einsammeln kann, die kann ich zum Beispiel hier beim Container. Das habe ich über eine Quest freigeschalten mit ihm. Da musste ich einen Brief wegbringen. Da kann ich jetzt zum Beispiel bei Tuck Dekorationsgegenstände kaufen, ja. Und ihr seht dann hier zum Beispiel, ich kann jetzt mit dem Mauszeiger nicht draufgehen, diese Apfelbutzen sind diese Wertsachen, ja. Und für 5 Apfelbutzen kriege ich jetzt ein Deko-Objekt, eine Willkommensmatte. Und da seht ihr dann unten links, die hat den Wert 1. Zum Beispiel so eine Schublade hat den Wert 3. Und ja. Da kann man sich ein bisschen was zusammensuchen. Die Opossum-Uhr, die muss ich noch irgendwann kaufen. Wobei, ich nehme die gleich mit, die gefällt mir.
Und damit können wir dann eben die Gasthäuser aufhübschen und dann in ihrem Wert verbessern. Ja, ich habe auch schon eine Karte bzw. einen Kompass gefunden und dadurch kann ich mir dann diese lokale Karte hier freischalten. Ich sehe dann, hier ist der Tuck und da unten ist der Oliver, das ist der Busfahrer, der uns mitnimmt. Hier ist das Gasthaus, das ich habe. Und dann kann ich hier mir verschiedene Sachen angucken und sehe auch rechts bei der Kartenlegende, was es alles gibt. Und ich habe auch schon freigeschaltet durch eine kleine Quest die Weltkarte. Also ich bin mal gespannt, ob es noch irgendwann nach links geht, aber es sieht ja schon recht üppig aus. Das Dickicht ist, wo wir aufwachen. Beim Sägemehl war ich auch schon, da habe ich ein paar Sachen gesammelt und zwei Leute getroffen. Schwarzmoos, da schickt uns unsere Mutter am Anfang hin, um Blümchen zu holen und so geht dann auch die ganze Story los. Und da unten zum Beispiel, hier habe ich schon gesehen, steht dann, oder was hier? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr, steht dann unser potenzielles zweites Gasthaus. Also es wird wohl noch recht umfangreich. Und das Ganze wird dann eben eine Mischung aus Quests und Welterkunden und Gasthaus betreiben. Ja, Bear and Breakfast. So, das war jetzt wirklich ratzfatz hier die Schnellversion. Wir können hier übrigens auch noch die Ansicht ändern, ne? Also ich kann mir das Ganze mit Dach anzeigen lassen. Hier zum Beispiel ein Kiosk, den wir auch errichtet haben. Ihr seht es dann bei Tag nochmal im Laufe des Spiels. Und ich kann natürlich die Wände wegzoomen, das macht Sinn. Ich kann schlafen. Ich habe ein Inventar. Das kann man auch sortieren hier über diesen Button. Das finde ich eigentlich ganz gut. Dann ist es ein bisschen übersichtlicher. Oder ich kann mir hier zum Beispiel nur Herstellungsgegenstände, nur Kochgegenstände und so weiter anzeigen lassen. Also das Inventar gefällt mir echt gut. Das ist echt easy. Ja, hier habe ich eine kleine Übersicht über meine Quests. Ich habe gerade keine offen, deswegen habe ich gedacht, das ist doch der perfekte Einstieg, um euch dazu zu holen. Und hier ist der Charakter. Ihr seht schon, ich habe mir eine tolle Trucker-Kappe aufgesetzt, die ich irgendwo geschenkt bekommen habe. Und habe hier verschiedenste Sachen schon durch kleine Quests bekommen, die mir eben weitere Möglichkeiten freischalten. Ja, was gibt es noch zu sagen? Es gibt hier Bushaltestellen für Schnellreisen. Die kann man reparieren, wenn man sie findet. Ich habe jetzt schon ein paar Möglichkeiten, zum Beispiel zur A24 darunter zu reisen. Im Moment lohnt sich es noch nicht so wirklich, aber ich denke, das kommt noch. Und dann gibt es noch hier Pawn Voyage. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Da geht es praktisch los, dass wir dieses Gasthaus uns mieten konnten. Das ist, wir könnten es Franchise-Geber nennen, wenn wir so wollen. Und hier habe ich auch die Möglichkeit, mir Anleitungen zu holen. Zum Beispiel statt dem Lattenbett, was ich aktuell habe, konnte ich jetzt die Anleitung für ein schäbiges Holzbett erwerben. Man sieht, das ist hier dann wieder für Geld. Und ja, so komme ich eben in meinem Gasthausausbau weiter voran. Ja, so viel dazu. Gut. Jetzt sehe ich hier dieses Ausrufezeichen, dann gucke ich natürlich mal. Willkommen zum Führungs- und Verbesserungsprogramm von Pawn Voyage. Du kannst diese Einrichtung weiter verbessern. Wenn du Erfolg hast, werden die Erwartungen der Gäste für diesen Ort steigen. Dadurch bezahlen sie mehr und das Ansehen steigt. Um dieses Geschäft zu verbessern, musst du jetzt die folgende Arbeit erfolgreich erledigen. Schließe den Aufenthalt für weitere plus zwei Gäste in Holzkreuzung ab. Belohnung: eine coole neue Hose. Wirst du diesen Auftrag annehmen? Ja. Arbeit im Gange, bitte kehre zurück, wenn der Auftrag erledigt ist. So, jetzt ist ja Tag geworden. Jetzt seht ihr das Ganze auch mal in der Helligkeit. Hier ist übrigens ein kleines Klohäuschen, das habe ich schon einmal aufgewertet. Das war wirklich zerfallen am Anfang. Und man sieht hier auch immer schön in der Beschreibung die Auswirkungen, also plus eine zusätzliche Gästeanfrage pro Tag in diesem Gebiet. Jetzt frage ich mich, wieso da keiner schläft. Ist er schon abgereist oder die? Ach, die kommt erst morgen an. Tja, okay. Oh, wir haben zurzeit keine Gästeanfragen. Das ist schade. Und wir müssen ja noch zwei weitere buchen. Vielleicht kommen noch welche rein.
Okay, und dann würde ich mal sagen, ich laufe mal mit euch runter zu dem Motel. Ich möchte nämlich mal schauen, ob wir das irgendwie schon anmieten können, beziehungsweise was wir dafür brauchen. Hier noch ein kleiner Hinweis, es gibt hier... Oh, ich hab Stein hängen geblieben. Es gibt hier einen Schrottplatz. Das ist übrigens die Bushaltestelle da links. Aber es gibt hier einen Schrottplatz, an dem ich vorbeigelaufen bin, oder wie? Moment. Ach ja. Ja, es gibt hier einen Schrottplatz, den hat man auch mit einer kleinen Quest freischalten können. Da musste man jemanden suchen. Und das Schöne ist, hier kann ich mir Metalle besorgen. Zum Beispiel, das sieht dann so aus. Die zerstörte Waschmaschine, ne? Die gibt mir jetzt Plastik, Kupfer, Eisen, Gummi, Glasscheibe und Elektrogegenstände. Und wenn ich nochmal E drücke, dann nehme ich alles. Und ein kleiner Tipp, wer es selber spielen will, hier sieht man jetzt nicht mehr, weil ich sie gefunden habe. Hier im Eck war eine kleine Schatzkiste. Die war ganz nett vom Inhalt her. Kann ich nur empfehlen. Und natürlich kann man sich jetzt hier zu Tode sammeln, das würde der Nekro wahrscheinlich machen, aber ich werde jetzt, wenn ich nicht gerade zufällig dran vorbeilatsche, mir nur die Sachen holen, die ich auch gerade tatsächlich brauche. So. Keine Anleitung verfügbar, okay. Ach ja, da ist jetzt der Hai. Mit dem ging am Anfang auch alles los. Mal gucken, was der jetzt sagt. Nichts zu verlieren, nichts zu gewinnen. Ergreife die Gelegenheit beim Schopfe und zeig ihr, wer der Boss ist. Hallo nochmal. Sei Teil des nächsten atemberaubenden Abenteuers, der nächsten unglaublichen Unternehmung, des nächsten elektrifizierenden Erlebnisses. Ja, das hast du bereits gesagt. Ich bin schon Teil davon. Willkommen auf den trockenen Ebenen, die verdorrte Wüste. Wir sitzen auf einem Parkplatz. Das wilde Ödland. Ich kann nicht glauben, dass ich einem Fischanzug hinterherlaufe. Wisst ihr, also das ist der Punkt. So ging wirklich die Einleitung sehr lange. Und die war zwischendurch ganz witzig, aber eben nur zwischendurch. Also sorry an der Stelle, mich persönlich hat es nicht abgeholt. Die A24 ist die Hauptschlagader des Tals. Wenn Gitarren die Töne alter Country-Songs anstimmen, darüber singen sie. Und diese brandneue Premium-Wohneinrichtung ist der erste und letzte Halt für den mutigen Entdecker unterwegs. Eine Oase im sonst brachen Reich. Da ist ein Laden direkt auf der anderen Straßenseite. Verstehe mich nicht falsch, man kann den Abenteurern nicht zumuten, mit nur einem Zelt und Studentenfutter auszukommen. Sie brauchen die besten Annehmlichkeiten, was den perfekten Ort für eine Erweiterung deiner nun zur Kette werdenden Premium-Grundstücke darstellt. Ich spüre eine Menge Aufräumarbeiten auf mich zukommen. Du solltest deinem Gespür immer vertrauen. Gut. Jetzt gucken wir mal. Willkommen beim Straßenmotel. Möchtest du sie reparieren? Ja. Schritt 1. Entferne sämtlichen Schutt und Müll im Gebäude. Gut, das machen wir doch mal glatt. Ihr seht, man findet wirklich jede Menge Wertgegenstände. Und das Schöne ist, es geht recht schnell. Und ich muss auch sagen, bis auf die Einleitung und das Gelaber da gefällt mir das Spiel wirklich gut. Ich finde, es sieht sehr süß aus und ich mag auch die Musik. Und es ist echt kurzweilig. Ist das Gebäude frei von Schutt oder Müll? Ja. Gute Arbeit, das ist kein Schritt. Ich wollte dir nur sagen, dass du gute Arbeit geleistet hast. Schritt 2. Sammle Konstruktionsmaterial, damit das Gebäude repariert werden kann. In diesem Fall Kiefernbretter, Eisennägel und Steine. Könnte sein, dass ich schon alles habe. Ziegelsteine fehlen mir noch. Das sieht man hier rechts. Wo kriege ich denn Ziegelsteine her? Ich glaube, das habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht weiß die Oma Bescheid. Barbara. Für manche Leute bedeutet das Älterwerden nicht gleich, dass sie auch klüger werden. Ich will, was die haben.
Ja, yeah, okay. Wo könnte ich denn Ziegel... Ah, da oben ist wieder eine Kiste. Die muss ich kurz holen, bevor wir sie vergessen. Ah nein, eine Opossum-Uhr. Naja, jetzt habe ich zwei. Ist auch nicht schlecht. Ach, Ziegelsteine. Die liegen hier so rum. Schön. Das habe ich übrigens bei mehreren Quests festgestellt, dass das, was man gerade sucht, auch meistens nicht weit in der Ferne liegt. Was ich eigentlich auch gar nicht schlecht finde. So, jetzt haben wir alles. Natürlich haben wir alle Materialien gesammelt. Schwing deinen Arsch hoch und an die Arbeit. Okay, wie sieht denn das aus mit Dach? Okay. Das ist ziemlich groß. Ich weiß nicht, ob ich mir damit jetzt nicht Stein ans Bein gebunden habe, aber so, man muss die Werkbänke übrigens immer erst reparieren. Und jetzt kann ich euch nämlich gleich zeigen, wie man Räume errichtet. Das ist super. So, es gibt nämlich hier vier Sachen. Also einmal die Herstellung von Räumen, dann kann ich in mein Inventar gucken und dann kann ich in der... Ja, ich habe es genau falsch rum gesagt. Hier stellt man Sachen her, so genau. Hier sind die schon hergestellten Sachen, also mein Inventar. Und hier kann ich Räume planen und hier komme ich zurück. So, und dann gehen wir mal in die Raumplanung. Ich wusste gar nicht, dass ich schon Hygiene machen kann. Das finde ich gut. Ist hier wahrscheinlich auch nötig, weil hier steht ja kein Klohäuschen, so wie in dem anderen Bereich. Ich fange mal hier an. Und mache einen Raum. Der kriegt eine Tür. Mit R kann ich rotieren. Durch die Tür dann. Raum erstellen. Prima. So. Wo ist jetzt mein Bett hin? Ich habe die rechte Maustaste gedrückt. Ich hoffe nicht, dass ich es kaputt gemacht habe. Könnte aber sein. Egal, ich baue noch eins. Ein schäbiges Holzbett. Und eine Rezeption braucht man natürlich auch. Glaube ich. Probieren wir gleich aus, bevor ich sie hinstelle. Probiere ich, ob ich eine Rezeption brauche. Ein Fenster sollten wir vielleicht noch machen. Finde ich persönlich schön. Und dann haben wir jetzt hier das schäbige Holzbett. Und das stellen wir hierher. Dann bekommt das Ding natürlich noch eine Opossum-Uhr. Oh Gott, es gibt Albträume. Und weil wir es haben, die Jukebox habe ich, glaube ich, in der letzten Kiste gefunden. Warum auch nicht? Eine Jukebox. So. Und jetzt wollte ich mal gucken mit dem Hygieneraum. Ein Badezimmer können wir bauen. Und die Mindestgröße ist 3x3. Ja, ist jetzt sogar größer, aber macht ja nichts. Kriegt auch eine Tür. Den erstellen wir. Und können wir schon Toiletten oder sowas machen? Nee, wissen wir nicht, wie das geht. Müssen wir uns jetzt mal drum kümmern. So. Also so läuft das im Prinzip. Jetzt gehe ich mal wieder zurück. Nehmen wir diesmal die Schnellreise und dann gucke ich mal. Ich glaube, dass ich von einem anderen Rezeptionstisch aus, dass ich das dann auch ansteuern kann, das Motel. Das sah zumindest so aus. Und außerdem muss ich mir hier noch ein paar Gäste reinholen. Ah, okay. Ich muss das in dem Gebiet haben. Gut. Weiß ich das auch. Gäste anfragen. Was haben die denn für Ansprüche? Wir nehmen mal die zwei. Achso, ich habe kein Schlafzimmer. Können wir denn noch eins bauen? Ah, seht ihr, hier kann ich nämlich nur Schlafzimmer bauen. Reicht das? Ich kann hier so ein 2x3. Ich kann hier so ein Mini-Schlafzimmer noch hinzimmern.
warum nicht? Ist halt ein bisschen schäbig, aber so what? Ein Fenster kriegt's aber noch. So. Erstellen. Und dann gibt's dafür aber schon das schäbige Holzbett. Na, wir stellen das so, genau. Zack. Und eine Horror-Opossum-Uhr. Perfekt. Okay, jetzt können wir uns da noch einen Gast reinholen. Wenn die 2 Tage bleibt, ist doch eigentlich nicht schlecht. Zuweisen. So, prima. Schlafzimmer 3. Ja, jetzt schauen wir mal, wo ich eine Toilette herbekommen könnte. Ich glaube ja, Tuck hier an seinem Mülleimer hat sowas nicht. Der hat wirklich nur Deko. Okay. Das hier war die Quest mit der Bruchbude. 2 weitere Gäste. Wir haben jetzt erst einen. Jetzt habe ich sogar aus Versehen noch Wertsachen gesammelt. Was gibt es denn hier zu kaufen? Da hat wohl noch jemand eine Quest für mich. Ipswich. Du wirkst, als ob du kaum eine Ahnung hast, wie man einen Fuß vor den anderen setzt. Ich bin nicht überrascht. Wie bitte? Sag mir, Kind, bist du auf Wildheit gefasst? Flirtest du mit dem Bizarren? Ziehst du das Unbekannte an? Ich bin dafür bekannt, ab und zu in die Ferne zu sehen. Nein, dachte ich mir, du siehst nicht danach aus. Du hast noch nie einen Schritt in einen Schatten gesetzt, der dunkler war als der deiner Mutter. Wenn du glaubst, diese Lande sind jung, dann bist du grüner als der winzigste Setzling. Es gibt nichts zu befürchten, außer jene, die nichts befürchten. Worüber zum Teufel sprichst du da? Uff, na schön. Schätze, ich hab Glück, auf etwas mit Taschen zu stoßen. Hast du mich gerade etwas genannt? Um deinetwillen hoffe ich, dass sie nicht leer sind. Sag mal, du weißt nicht zufällig irgendwas über all diese Menschen, die hier wie aus dem Nichts aufgetaucht sind? Da, könnte ich vielleicht deine Hand im Spiel gehabt haben. Nun, jetzt kann man sie wohl nicht mehr aufhalten, was? Sobald sie einmal anfangen zurückzukommen, kommen immer mehr. Ich will mich nicht beschweren, das Geschäft lief ziemlich schleppend nach diesem furchtbaren Brand. Ich wusste nicht, dass das Feuer bis hierher kam. Oh, und das Feuer war nicht mal annähernd das Schlimmste, Junge. Die Schreie, die Wut, der Schmerz, als würden die Götter Krieg gegen uns führen. Vielleicht haben sie das ja getan. Jetzt verstehst du es endlich. Wie dem auch sei, du kümmerst dich vielleicht um das Motel, aber hier in der Gegend fehlt es wirklich an Futter. Etwas, wofür das alte Dinner gut für war. Wenn du es wieder auf Vordermann bringen kannst, kommen bestimmt noch mehr Leute vorbei. Okay, das alte Dinner sollen wir auf Vordermann bringen. Was gibt's denn hier? Ipswich Ausverkauf. Wir können Holz und Kohllilie. Brauchen wir gerade nicht wirklich. Eine Tankstelle. Da hat mir noch keiner gesagt, dass ich sie reparieren soll. Und ich wüsste auch gerade nicht, warum. Denn ich versuche jetzt ja gerade rauszufinden, wie man Toiletten baut. Aber da fällt mir ein, ich könnte hier mal bei meinem Franchise-Geber... Ich dachte, das kann man sammeln. Ich könnte ja hier bei meinem Franchise-Geber Pawn Voyage schauen, ob ich noch ein paar Rezepte kriege. Nein. Dann gehe ich vor Frust an die Mülltonne. Vielleicht hier kann mir Wade was sagen. Wade hatte ich... Oh, es ist Gus, es ist gar nicht Wade. Verwechselt, sorry. Mitten in der Wüste, in einer heruntergekommenen Hütte aus Metall, lebte Gus, das attraktivste Opossum an der A24. Sich durch Müll zu wühlen, schien hier die Hauptbeschäftigung zu sein und er war definitiv kein Anfänger da drin. Wie es aussah, kümmerte sich Gus jedoch hauptsächlich um seinen Charme und sein Lenkrad. Hallo. Ich bin Hank. Okay. Wer bist du? Gus. Schön, dich kennenzulernen, Gus. Ja, das ist es. Was machst du, Gus? Nicht viel.
Du scheinst auch nicht viel zu reden, Gast. Muss ich nicht. Klingt logisch. Nun, ich wollte mich nur vorstellen. Du machst damit nicht wirklich den besten ersten Eindruck. Aber vielleicht einen besseren zweiten. Dann fängst du besser damit an, dich zu ändern. Ich finde, du bist ein wenig unhöflich. Du hast recht, eigentlich bist du perfekt. Danke. Was mit all den Leuten? Da hatte ich vielleicht eine Hand im Spiel. Gut, sie haben das beste Essen und die besten Kugeln. Und sie sind sehr schreckhaft. Der Traum eines jenen Mistkerls. Du wirkst auf mich gar nicht wie ein Mistkerl. Hey, pass auf, was du da sagst, Kumpel. Wir lassen uns solche Worte nicht einfach so gefallen. Jedenfalls sind sie hier früher überall herumgelaufen. Hat mich immer ein wenig an Hühner erinnert. Stinkend, umherhuschend, erschrecken sich vor ihrem eigenen Schatten, nur ab und zu eine Pause einlegend, um einen Haufen zu hinterlassen. Die haben wirklich den Traum gelebt. Nun, vielleicht siehst du bald wieder mehr von ihnen. Das stört mich nicht, solange sie den Ort nicht voll stinken. Und vielleicht lässt du die Bude diesmal nicht abbrennen. Alles, was letztes Mal übrig war, waren ein verkorkeltes Sandwich und eine halbe Toilette. Das Feuer hätte beinahe auch mein kleines Lenkrad erwischt. Ich liebe mein kleines Lenkrad. Das Schlimmste ist, dass sich herausstellte, dass das Sandwich nur ein stinkendes Lederbuch war. Frag mich, woher ich das weiß. Woher weißt du das? Du spielst nicht mit vollständigem Kartendeck, oder? Ich mag Glücksspiel nicht. Junge, du hast einen ziemlich dicken Pelz. Entweder das oder du bist wirklich nicht helle. So oder so, ich respektiere das. Danke, mir gefällt dein Pelz auch, glaube ich. Hey, was habe ich dir über das Sagen solcher Sachen gesagt? Das machen wir hier nicht. Also warum kriecht so ein frecher Junge wie du um diese Menschen herum? Ich krieche nicht, ich helfe. Ja, natürlich. Also willst du dir etwas Taschengeld dazu verdienen? Macht es dir Spaß, ihnen den winzigen Schnurrbart aus dem Gesicht zu gruseln? Ich finde sie ziemlich nett und mir gefällt das Bauen. Und mein Kumpel Will ist mit von dem Geld nicht abgeneigt. Bah, wofür benutzt ihr es? Um Essen zu kaufen? Wie kommt es, dass du hier draußen mitten im Nirgendwo wohnst? So gefällt es mir am besten, nur ich ganz allein. Das verstehe ich. Das scheint ziemlich cool zu sein, mit dir rumzuhängen. Schon gut, genug jetzt. Noch so ein Wort und ich bin fertig mit dir. Ja. Gib Gast dem Opossum ein Kompliment. Ja, können wir doch jetzt gleich machen, oder? Bist du fertig mit dem Unsinn? Was ist jetzt auch sein... Also ich glaube nicht, dass man ihm wirklich ein Kompliment geben soll, deswegen sage ich jetzt das hier. Tut mir leid, dass ich jemals was Nettes über dich gesagt habe. Und dass das bloß nie wieder vorkommt. Okay, probieren wir noch was anderes. Ehrlich gesagt glaube ich, dass du unter dem groben Äußeren im Geheimen eigentlich wirklich nett bist. Was genau ist dein Problem? Ich habe doch gesagt, du sollst nicht solche Sachen sagen. Eigentlich bin ich der größte Mistkerl, den du je gesehen hast. Und du bist vermutlich der größte, den ich je gesehen habe. Okay, ich habe den Sinn nicht verstanden, aber ich habe Lesen geübt. Okay. Ich weiß immer noch nicht, wie man Toiletten baut, aber das macht nichts. Ich habe jetzt erkannt, ich brauche hier ja auch einen Rezeptionistentisch. Weil aus dem anderen Gebiet raus kann ich das Motel hier nicht managen. Hatte ich schon einen gebaut? Hier hatte ich. Wie rum war das denn nochmal? So rum? Ich glaube ja. Nee, ich glaube nein. So. Ist ja blöd, wenn die Gäste reinkommen und sie stehen einem im Rücken. Ja, genau. Ich muss hier außen rum. Und dann schaue ich doch mal, keine Gäste anfragen. Ja, dann muss ich wohl auf die nächste Gästeanfrage warten. Die Ansehensstufe ist noch nicht so geil. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen mit Deko was retten. Wobei eine Toilette schon wichtig wäre, ne? Was ist ein Spezial? Eine Brennerei. Aha. Ja, ich kann halt einfach noch keine Toilette bauen, ist so. Müsste halt neben das Häuschen machen. Sorry. Deko habe ich gerade auch nicht. Gut. Dann gucken wir mal. Vielleicht kriege ich das freigeschalten, wenn wir... Ach, stimmt. Prüfe das Schild neben dem Hotel, um es zu reparieren. Das habe ich ja gemacht. Mal schauen. Wie geht es auf der Baustelle voran?
Es ist fertig. Erstaunlich, du bist auf dem besten Weg, der größte Entwickler von Gastfreundlichkeit diesseits des Canyons zu werden. Du befindest dich zurzeit auf Platz 1 von einem. Hey, das ist nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall etwas. Als Experte für Annehmlichkeiten bin ich sicher, dass dein Gespür nun genau eingestimmt ist, um mit dem nächsten Schritt dieser vermutlich noch nicht wirklich profitablen Unternehmung zu beginnen. Die Menschen auszutricksen, damit sie hierher kommen? Ich meine, einem wertgeschätzten Kunden ein Zimmer zur Unterkunft anzubieten. Prima. Vielleicht habe ich jetzt Gastanfragen. Ja, Poppy May Boyer. Sie hat Anforderungen an Hygiene, das wird schief gehen, aber wir machen es trotzdem. Und bevor wir diese Folge gleich beenden, schaue ich jetzt nochmal, ob ich jetzt die Möglichkeit habe, hier Toilettenanleitungen zu kaufen. Habe ich nicht. Schade. Aber ich hole mir die Herstellungsanleitung für den Kleiderschrank. Das zeige ich euch nochmal eben. So, jetzt habe ich sie freigeschalten. Mit Rechtsklick erst. So. Das stellen wir her. Und dann stellen wir das auch genau vors Fenster. Das wär's. Dann stellen wir das hier auch ins Zimmerchen. Und dann gucken wir nochmal, wie sich das jetzt hier verändert hat. Ah, immerhin schon die Ansehensstufe 2. Prima. Okay. Dann werde ich mal bis zur nächsten Folge schauen, wie ich an Toiletten komme. Ich werde es euch auf jeden Fall berichten oder euch mir dann über die Schulter schauen lassen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich denke, wir machen dann angezockt. Ich plane mal so 10 Folgen auf jeden Fall. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommi oder ein Like da. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.